Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film in meiner Serie über den kleinen DJI Spark. Ja, heute wollen wir uns mal ausführlich mit dem Thema Firmware-Updates beschäftigen. Man kann nämlich eine ganze Menge hier updaten am Kopter. Zum einen natürlich die Drohne selbst. Dann, wenn man mehrere Akkus hat, dann müssten auch die unter Umständen geupdatet werden. Und natürlich für all jene, die die Fernsteuerung zum Beispiel aus dem FlyMore Combo Paket haben, so kann auch diese geupdatet werden. All das werden wir uns der Reihe nach anschauen und ich werde euch zeigen, wie die Updates funktionieren. Wir fangen natürlich hier mit dem Spark selbst an. Für das Firmware-Update braucht ihr natürlich den Spark und ihr braucht euer Smartphone. Für den Fall, dass ihr die FlyMore-Combo habt mit der Fernsteuerung, dann braucht ihr natürlich auch die Fernsteuerung. Wenn ihr das habt, dann wird alles eingeschaltet. Also erst einmal hier die Fernsteuerung einschalten und auch den Spark einschalten. Die Akkus, die sollten natürlich aufgeladen sein, sowohl an der Fernsteuerung als auch am Spark. Ja, dann braucht ihr natürlich eine Internetverbindung, denn die Firmware, die muss aus dem Internet gezogen werden und das ist so ein bisschen problematisch. In dem Moment, wo ihr euch mit dem WLAN-Netz des Spark verbindet, denn dann steht euch ja keine Internetverbindung zur Verfügung. Also entweder ihr zieht hier über euer Smartphone das Firmware-Update über euer mobiles Netz, wenn das zusätzliche Kosten verursacht ist, dass da, oder ihr nur ein begrenztes Volumen habt, dann ist das natürlich ein bisschen problematisch. Deswegen in so einem Fall zuerst die DJI Go-App starten, ohne dass man mit dem Netzwerk verbunden ist, mit dem WLAN-Netzwerk des Spark, und dann wird euch das hier auch angezeigt, zumindest wenn ihr den Spark schon mal vorher irgendwann hier mit dem Gerät verbunden habt, zum Beispiel bei der Aktivierung. Und dann könnt ihr jetzt in dem Moment hier auch das Update bereits starten. Das Update erfolgt immer in zwei Schritten. Zunächst mal wird es aus dem Internet heruntergeladen. Das machen wir jetzt mit dem Download Now. Und wenn es dann runtergeladen ist, dann wird es installiert. Und erst dann müssen wir uns auch tatsächlich mit dem Netzwerk des Spark verbinden. Und das zeige ich euch dann gleich. Wenn die Firmware dann komplett heruntergeladen ist, dann bekommt ihr hier auch eine Meldung. Und zwar mit dem Hinweis darauf, dass wir jetzt natürlich uns mit dem WLAN-Netzwerk des Spark verbinden müssen, bevor wir das Update starten. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal einmal raus, gehe in die Einstellungen rein, dann hier das WLAN-Netzwerk auswählen. Da ist ja hier das WLAN-Netzwerk des Spark. Mit dem verbinden wir uns dann einmal und warten, dass wir hier auch sicher die Verbindung haben. Und wenn das der Fall ist, dann gehen wir wieder zurück hier in die App rein und dann bekommen wir hier auch nochmal den Hinweis auf das Firmware-Update, das heruntergeladen wurde. Ich wähle das jetzt hier nochmal aus. So, und jetzt können wir auch an dieser Stelle dann das Update natürlich starten. Das dauert jetzt natürlich eine Zeit lang. Es wird per WLAN übertragen an die Fernsteuerung und von dort aus an den Kopter. Und ja, das kann durchaus 10, 20 Minuten dauern. Das heißt, ihr müsst ab jetzt Geduld haben. Das Firmware-Update hat begonnen. Das könnt ihr auch hier an dem gelben Blinken des Spark erkennen. Und ja, jetzt warten wir mal, wie lange es dauert. Während des Firmware-Updates kann es euch durchaus auch mal passieren, dass der Spark komplett ausgeht und neu startet, so wie jetzt. Das hat nichts zu bedeuten, da müsst ihr einfach geduldig sein und warten, bis er dann wieder neu gestartet ist und sich auch wieder neu verbunden hat. Wenn das Update dann fertig ist, dann bekommt ihr hier explizit eine Meldung, dass das Update komplett durchgelaufen ist. Wartet auf jeden Fall, bis diese Meldung gekommen ist, bestätigt sie dann einmal mit OK und dann habt ihr hier auch nochmal den Hinweis, dass das Update komplett ist. Ja, was euch passieren kann, ist, dass ihr eventuell noch einen Akku, einen Zweitakku ebenfalls updaten müsst. Deswegen mache ich jetzt hier mal Folgendes. Ich schalte hier den Spark einmal aus und tausche dann den Akku auf jeden Fall nach jedem Firmware-Update einmal gegen einen Zweitakku, schalte den auch nochmal ein und prüfe dann, ob hier vielleicht auch noch ein Update gemacht werden muss. Wenn dann nach dem erneuten Starten des Kopters
ein Akku auch noch ein Firmware-Update braucht, dann kommt hier eine solche Meldung, inconsistent Firmware found, slide to update. Das heißt, man muss dann einmal hier so sliden und jetzt wird der Akku auf den neuesten Stand gebracht. Das seht ihr jetzt hier oben. Das geht relativ zügig, ist eine Sache von wenigen Sekunden, maximal einer Minute. Da einfach abwarten, bis dieses Update ebenfalls durchgelaufen ist. Und dann gilt es als letztes noch unter Umständen, wenn ihr die Fly-More-Kombo habt, hier den Remote-Controller, also die Firmware auf der Fernsteuerung ebenfalls zu updaten. Am Ende der Update-Prozedur des Akkus wird dann der Copter nochmal komplett neu gestartet und sobald er sich dann neu verbunden hat, ist dann dieses Update ebenfalls durch. Wir sind jetzt schon bei 99%, warten also jetzt hier nur noch auf die Verbindung im Prinzip und dann ist auch das complete. Da ist die Meldung, Update complete. Jetzt haben wir auch unseren Akku auf den neuesten Stand gebracht und wenn ihr weitere Akkus haben solltet, dann müsst ihr dieses Prozedere natürlich für jeden weiteren Akku ebenfalls nochmal durchführen. Wie bereits angekündigt, widmen wir uns dann als letztes dem Firmware-Update hier der Fernsteuerung. Bevor ihr nach einem Update irgendetwas anderes macht, solltet ihr in dieser Ansicht hier, in dieser Startbildschirmsansicht, zunächst mal warten, eine Zeit lang warten und irgendwann taucht dann vielleicht hier oben nochmal eine weitere Meldung auf, dass hier auch noch ein weiteres Update ansteht und zwar steht dann unten drunter Spark Remote Controller. Und auch dort müssen wir natürlich genauso vorgehen wie eben auch schon. Das heißt, es muss jetzt erstmal heruntergeladen werden. Das mache ich jetzt hier mal über das mobile Netz. Und das geht natürlich jetzt hier über LTE relativ schnell. Und danach startet dann auch das Update automatisch direkt. Das dauert ebenfalls einige Minuten. Und währenddessen piept die Fernsteuerung hier mit einem solchen Ton. Einfach mal abwarten, Geduld haben, auch wenn es nervig ist. Auf keinen Fall irgendwas abschalten oder ausschalten und warten, bis das Update durchgelaufen ist. Auch hier kommt am Ende dann explizit eine Meldung, dass das Update nun durchgelaufen ist und dass wir jetzt einmal die Fernsteuerung neu starten sollen. Es kann übrigens auch passieren, dass während des Updates die Fernsteuerung zwischendurch einfach mal ausgeht und neu startet. Auch da geduldig sein, warten, hier auf den Balken schauen, dass der durchläuft und hier auf die Meldung schauen, bis die dann wirklich anzeigt, dass das Update durch ist. Ja, jetzt schalten wir alles einmal aus und dann nochmal neu an, um wirklich sicher zu sein, dass auch alles geklappt hat. Wenn ihr dann fertig seid mit den Firmware-Updates, solltet ihr alles nochmal einschalten, alles nochmal überprüfen, klappt doch alles, gibt es irgendwo vielleicht doch noch eine Fehlermeldung? Und falls nein, dann seid ihr dann mit dem Thema Firmware-Update durch. Zum Abschluss bleibt sicherlich noch die Frage, wann sollte man updaten? Muss man überhaupt updaten oder kann man vielleicht auch auf alten Firmware-Versionen bleiben? Nun, hier ist es so, dass ein Firmware-Update in der Regel zumindest sinnvoll ist. Denn mit Firmware-Updates werden neue Funktionen teilweise eingeführt und alte Fehler behoben. Es kann durchaus aber auch mal sein, dass zum Beispiel eine neu eingeführte Funktion oder eine alte Funktion etwas restriktiver wird oder aber auch, dass sich Fehler einschleichen. Deswegen solltet ihr, wenn ihr hier die Meldung bekommt, dass ein Firmware-Update ansteht, zunächst mal 1, 2, 3 Tage lang die Foren beobachten, das Feedback der Nutzer, anderer Nutzer abwarten und schauen, wie sieht's aus. Und wenn das positiv ist, dann solltet ihr auch dann zügig auf neueste Firmware-Versionen updaten. Ja, das war mein Film zum Thema Firmware Update beim DJI Spark. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet so ein bisschen was daraus für euch mitnehmen. Falls ja, dann freue ich mich natürlich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, das würde mich echt freuen. Empfehlt mich weiter und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert hier noch den YouTube-Kanal, damit ihr die kommenden Filme in der Serie nicht verpasst. Falls ihr noch weitere Fragen haben solltet zum Thema Firmware Update, zum DJI Spark allgemein oder auch zu anderen Multikoptern und Drohnen, dann schaut auf jeden Fall noch in meinem Forum vorbei unter www.copterforum.de, Deutschlands größtem Forum zum Thema Drohnen. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.